Die La Sportiva Trango Tower. Was sich anhört wie ein lateinamerikanischer Tanz, ist aber in Wirklichkeit eine der berühmtesten Bergschuhserien der Welt. Von dieser Hui- und Pfui-Schuhreihe von der Firma La Sportiva haben wir heute den Trango Tower unter die Lupe genommen. Los geht's! Fangen wir wie immer mit den harten Daten an, bevor es zum Techniktisch geht. Der Trango Tower sollte erstmal nicht mit dem Trango Tower Extreme verwechselt werden. Der Extreme ist vollsteigeisenfest und nochmal ein Eck steifer konstruiert, womit gleich klargestellt wird, der klassische Trango Tower ist ein Kategorie C-Schuh. Er wiegt 1400 Gramm pro Paar, womit er definitiv kein Fliegengewicht ist, aber auch nicht extrem schwer. Mit den verbauten Materialien liegt er gewichtstechnisch im Mittelfeld. Aber was sind denn die verbauten Materialien? Allgemein kann man sagen, dass es sich hier wie so oft um einen Synthetikschuh handelt. Ob man diese gegenüber Leder nun bevorzugt, ist Geschmackssache. Grundsätzlich haben wir hier 6.6 Nylon verbaut. Das garantiert uns die höchstmögliche Dichte und die niedrigste Feuchtigkeitsaufnahme im Synthetikbereich. Hier wurde also definitiv nicht gespart. Besseres Synthetikmaterial gibt es aktuell gar nicht im Schuhbereich, deshalb Respekt für die Qualität. Wenig überraschend haben wir ein Gore-Tex Futter verbaut, das nochmal ordentlich dicht hält. Der Sohlenaufbau und die Fußform wurden sich bei der Nepal-Serie abgeschaut. Oder umgekehrt? Diese Henne-Ei-Problematik aber auch. Jedenfalls wurde nur ein etwas dünnerer Gummi integriert, trotzdem sehr robust. Was La Sportiva bei diesem Schuh sehr gut gemacht hat, ist ein zweifacher Aufbau bei der Mittelsohle. Einmal kommt wie beim TX4 schon die gute alte Eva zum Einsatz, aber zusätzlich werden nochmal 7 mm Nylonsohle draufgeklebt, was eine echt absurd dicke Isolierung ergibt. Und ob die Füße mit dem Kloß am Bein tatsächlich warm geblieben sind und vieles mehr, das haben wir bei unseren Touren bis 3800 Meter am Klettersteig, bei Wanderungen, bei Kletterei im zweiten Grad und so weiter uns genau angesehen. Und darüber erzählt euch jetzt Sebastian was am Techniktisch. So, herzlich willkommen am Techniktisch. Jetzt schauen wir uns den Trango Tower mal so ein bisschen im Hands-on an und schauen uns zuerst mal die vordere Seite an, dann schauen wir uns ein bisschen die Schnürung an, gehen nach hinten, den Schaft rauf. Ihr kennt das ja mittlerweile und dann werde ich euch noch ein bisschen was zu meiner Meinung zu dem Schuh sagen. Schauen wir uns erstmal wieder nur einen einzigen Schuh an und fangen wir vorne an. Thema Passform, ganz, ganz spannendes Thema beim Trango. Er schaut nämlich eigentlich, wenn man das jetzt so sich mal anschaut, schaut er relativ breit aus vorne, aber er ist tückisch. Er ist tückisch. Er läuft vorne relativ schmal zu und bildet dadurch so eine spitz zulaufende Form, obwohl er äußerlich gar nicht so ausschaut. Ich weiß nicht so ganz, warum er das tut und wie sich das erklären lässt, aber ich habe das Gefühl, dass man hier etwas designtechnisch einen Fehler gemacht hat. Man hätte hier diese Rundung hier einfach etwas mehr ausbeulen können und dann hätte man hier einen besseren Schuh, vor allen Dingen für einen breiten Vorfuß gehabt. Super ideal ist er eben nicht für einen breiten Vorfuß, aber er ist okay. Ich habe einen breiten Vorfuß und ich kann sagen, ich gehe mit dem blasen- und schmerzfrei und ich habe da überhaupt keine Probleme. Aber ich merke einfach, dass die kleine Zehe sich so ein bisschen zu den anderen Zehen dazu kuschelt und das ist einfach auf lange Sicht gesehen nicht so komfortabel, wie es zum Beispiel in einem TX4, der vorne wirklich, wirklich breit ist, ist. Und da sehe ich einfach ein bisschen ein Verbesserungspotenzial. Er ist aus Synthetik, das haben wir schon geklärt. Und er ist unglaublich robust, aber mit kleinen Einschränkungen. Ich habe ihn ja jetzt wirklich schon seit einiger Zeit im Test und verwende ihn schon sehr, sehr lange und habe ihn wirklich hart behandelt. Also ich habe ihn wirklich, wirklich nicht gut behandelt. Ich bin mit Steigeisen drin hängen geblieben und ich bin mit dem Pickel drüber gefahren und ich bin am Fels durch die Gegend radiert und ich habe den Schuh wirklich so behandelt, wie man ihn eigentlich nicht behandeln sollte. Aber oftmals ist es eben die Praxis und deswegen, ja, ein paar Abnutzungen sieht man in der Synthetik. Ich konnte aber nicht feststellen, dass es deshalb Einschränkungen im Bereich der Wasserfestigkeit gegeben hätte. Also insofern muss ich sagen, oberflächliche kleine Beschädigungen, so wirklich direkt an der Oberfläche, die nicht tiefgehend sind, da macht der Trango überhaupt keine Faxen, kein Problem und ist trotzdem immer noch robust, stabil und vor allen Dingen warm.
Zum Thema Wasserfest muss ich ohnehin sagen, da hat er mich nicht hundertprozentig überzeugt. Über die Zeit sickert gerade durch den Zungenbereich hier, der vorne einfach offen ist, sehr, sehr viel Wasser ein. Und irgendwann ist die Gore-Tex einfach voll. Also irgendwann ist das hier angesoffen, das Material, und dann zieht die Feuchtigkeit durch. Es wird nicht nass, das muss ich gleich mal sagen. Es wird nicht nass, aber es wird feucht. Und diese Feuchtigkeit kann bei bestimmten Temperaturen einfach unglaublich unangenehm sein, und dann kühlt der Fuß aus. Das ist traurig, weil er ist ja unglaublich gut isoliert von unten hin. Haben wir ja vorher geklärt. 6.6 Nylon plus 7 mm Nylon Mittelsohle plus EVA. Und das alles zusammen würde eine tolle Isolierung ergeben. Aber er ist einfach durch die Feuchtigkeit, durch die Tatsache, dass er nicht so feuchtigkeitsresistent ist, einfach anfällig dafür, dass man dann von innen heraus auskühlt, und dann bringt einem die beste Isolierung nichts, seien wir uns mal ehrlich. Natürlich muss ich jetzt aber zugeben, ich habe das ganz bewusst provoziert, denn ich habe ihn nicht imprägniert. Er war die Standardimprägnierung von Haus aus, aber ich habe ihn seitdem jetzt ein ganzes Jahr lang gar nicht mehr imprägniert. Und das ist Absicht. Ich wollte wissen, wie verhält sich der Schuh denn, wenn man ihn sozusagen seinen natürlichen Fähigkeiten überlässt. Und ich muss sagen, ja, mittelgut. Aber im Prinzip, man trocknet relativ leicht auch drin wieder. Also es ist jetzt nicht so, dass man dann tatsächlich im Nassen steht, sondern man spürt einfach die Feuchtigkeit. Man spürt ein bisschen, dass es kühler wird im Schuh. Aber ich hatte bis auf 3800 Meter keinerlei Probleme. Also auch Winterwanderungen bei minus 5, minus 10 Grad. Ich habe den Schuh sogar mal beim Eisklettern ausprobiert bei minus 15 Grad. Und er hat mich immer warm gehalten. Also ich würde wirklich nicht sagen, dass er undicht in dem Sinne ist, dass er kritisch wäre. Bei der Schnürung können wir ganz klar sagen, absolut top gelöst, La Sportiva typisch. Wir haben hier einen Abklemmmechanismus, das heißt, dieser Schuh verzichtet auf das Ösensystem von den Nepal-Modellen, was ich schade finde, was aber in Ordnung ist. Es sind Metallabklemmer. Das bedeutet, wir brauchen uns hier keine Sorgen machen, dass irgendwas bricht. Das ist hochwertig verarbeitet. Es ist einfach vernietet, auch die oberen Ösen. Das sind keine Klemmösen, nur die unterste ist eine Klemmöse. Und die sind aber alle einfach vernietet. Insofern, da muss man sich überhaupt keine Gedanken machen. Das hält bombenfest. Wir haben auch hier in der Schnürung wirklich dickes Synthetikmaterial verbaut, das die einzelnen Elemente ziemlich, ziemlich festhält. Man kann die Schnürung separat ganz gut anpassen, also im Klemmmechanismus. Da bewegt sich dann in der Regel gar nichts mehr. Und es ist auch so, dass sich das hier nicht über die Zeit verbiegt. Also jetzt nach vielen hunderten Kilometern Einsatz und ganz, ganz häufigen Umändern, Neuschnüren, wieder neu anziehen und so weiter, kann ich feststellen, es hält immer noch perfekt. Der Klemmmechanismus funktioniert immer noch perfekt. Also das hat auch hier wirklich eine tolle Lösung gegeben. Zur Steifigkeit des Schuhs müssen wir auch noch mal ein bisschen reden. Er ist, wie man sieht, für einen Kategorie C-Schuh schon brutal steif. Und das sollte man wissen. Das sollte man berücksichtigen. Er ist für einen Kategorie C-Schuh aufgrund des Sohlenaufbaus, der sehr der Nepal-Serie, nämlich der Cube, dem Cube-Aufbau entspricht, sollte man sich schon bewusst sein, dass der hier kein Hiking, also kein Mischling ist, kein Hiking-Mischling, den man so für alles einsetzen kann, sondern der funktioniert im Hiking-Bereich, im Wandern, beim Weitwandern gar nicht. Gar nicht. Ich weiß, La Sportiva gibt an, dass er für Alpinwandern geeignet ist. Ich habe keine Ahnung, was Alpinwandern ist, aber dafür ist er nicht geeignet. Also für Alpin ja, für Wandern nein. Weil dafür ist er zu steif. Ihr werdet relativ bald merken, dass Impact Break System einfach ein netter Begriff ist, der euch auf Forststraßen und auf Betonstraßen einfach nichts bringt. Und da werdet ihr wirklich leiden. Eure Knie, eure Wirbelsäule, die Sprunggelenke, alles wird müde, weil es einfach so hart ist und der Auftritt so hart ist. Tatsächlich nicht nur vorne, nicht nur hinten aufgrund der Tatsache, dass er bedingt steigeisenfest ist, sondern auch einfach aufgrund der Tatsache, dass er vorne brutal steif ist. Theoretisch könnte man eigentlich dem Ganzen hier noch eine Kante verpassen und dann wäre es ein Kategorie D-Schuh. Er könnte zweifellos als Kategorie D-Schuh durchgehen, weil er
Ja, weil er einfach so steif ist. Also dem Trango Tower Extreme steht er in der Steifigkeit überhaupt nicht nach. Aber was er etwas besser kann, ist das Abrollen. Er ist tatsächlich etwas rundlicher gebaut, was ihn dann eben letztlich auch zum Kategorie C-Schuh macht. Die Kategorie D-Schuhe haben als Voraussetzung, dass sie relativ flach sein müssen, damit die Hebel bzw. der Bügel auf einer ähnlichen Höhe sind. Und das haben sie hier weggespart. Gott sei Dank, damit er eben noch ein bisschen eine Abrollfunktion hat und man sieht, das geht relativ gut. Das ist okay. Aber eben, wie gesagt, viel zu steif, wenn man sagt, man möchte mit dem auch wandern gehen. Das Sportiva gibt auch an, dass es ein Klettersteigschuh ist. Ich bin da auch nicht einverstanden damit. Er ist dafür ehrlich gesagt zu schwer. Also ich finde ihn für Sportklettersteige viel zu schwer. Und wenn ich sage, okay, ich habe den Klettersteig irgendwo in einer gemischten Route drinnen, wenn ich sage, ich bin am Gletscher unterwegs und der letzte Aufschwung ist ein Klettersteig zum Beispiel, das wäre, sagen wir mal, ein Dachstein zum Beispiel, dann würde ich sagen, okay, damit kommt man schon drüber. Aber Sportklettersteige, richtig schwere, anspruchsvolle Steige, dafür ist er zu schwer, dafür ist er zu klobig, obwohl, und das ist gleich der nächste Punkt, unglaublich tolle Überleitung, Achtung, der Schaft wird sogar mitmachen. Der Schaft ist relativ flexibel, er schaut ziemlich steif aus, aber er macht eigentlich, kann man sagen, relativ flexiblen Eindruck und er ist auch wirklich angenehm flexibel. Also wenn man drin steht, man merkt schon, man kann sich da nach links und nach rechts schon noch ein bisschen bewegen. Sprunggelenkschutz ist da. Bis hier ungefähr ist das Sprunggelenk tatsächlich fix verbaut und fest verbaut. Ab da oben ist halt dann nichts mehr. Und das ist wahnsinnig angenehm. Ich finde Schuhe mit einer Sprunggelenksunterstützung super, die dann oben einfach so richtig schön flexibel, weich werden und das Material auch dementsprechend ausgelegt ist. Zur Zunge habe ich noch eine ganz seltsame Frage an La Sportiva. Wenn man sich diesen Schuh so mal anschaut, das verstehe ich nicht. Also ich verstehe das nicht. Was hätte das werden sollen, wenn es fertig ist? Also, hä? Warum ist die Zunge 4 cm höher als der Rest des Schuhs? Das haben sie beim Trango Trekking nicht gemacht. Das haben sie beim, ich meine, sie haben das beim Extreme auch nicht gemacht. Aber ich verstehe nicht, warum macht man das? Was wäre denn der Sinn gewesen? Also, liebe Produktdesigner bei La Sportiva, da hätte ich gerne eine Antwort drauf. Sind das die 4 cm, die mich vor Schnee schützen sollen? Oder sind das die 4 cm, die mich vor Geröll schützen sollen? Keine Ahnung. Aber irgendwie, mich nervt das auch fürchterlich. Wenn ich den zusammenschnüre, dann habe ich da immer so viel Zunge oben drüber stehen. Also wenn man den so richtig schnüren würde, dann hat man da immer so einen Wulst an Zunge. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Geröllschutz macht der Schuh wahnsinnig gut. Das ist tatsächlich solide rundherum. Also ich habe mit dem schon diverse Geröllabfahrten, wirklich ekelhafte Geröllabfahrten hinter mir. Und ich muss sagen, das einwandfrei. Also die Verarbeitung, absolut toll. Übrigens, Verarbeitung. Chapeau, keine Klebereste. Nicht schlecht. La Sportiva und keine Klebereste. Es ist ein Grund für Champagner. Aber sie haben es bei dem Modell wirklich, wirklich gut hinbekommen. Und auch dieses Web-Prinzip als Isolationsschicht. Ich bin der Meinung, dass es hauptsächlich Design und Belüftung in Kombination sein soll. Das ist ihnen auch relativ gut gelungen und das ist auch tatsächlich extrem robust. Also das schaut gar nicht so aus, dieses Honeycomb-Prinzip. Das schaut nicht so robust aus, das fühlt sich auch nicht so robust an, aber wenn man da mal mit dem Steigeisen hängen bleibt, passiert nichts. Also toll gelöst, absolut genial. Was der Schuh nicht kann, erstens mal, er kann das nicht, was La Sportiva angibt. Also Backpacking, das sehe ich bei dem Schuh nicht. Er ist brutal stabil und robust und er hat eine wirklich tolle Sohle und er ist abriebfest, aber mit Backpacking stimmt das immer noch nicht so ganz überein. Er ist relativ schwer für einen Kategorie C-Schuh. Das liegt daran, weil er eben eine unglaubliche Robustheit kombiniert mit Kategorie C. Man muss sich das vorstellen, er hat die Eigenschaften,
vom Material her eines Kategorie D-Schuhs, aber er ist eben nur mit einem Kipphebel hinten ausgestattet und das war's. Jetzt kommt natürlich da viel Gewicht zusammen und jetzt, wenn mich dann Leute fragen, warum nicht der Scarpa Rebel? Ist das nicht der bessere Kategorie C-Schuh? Nein, ist er nicht. Er ist eine ganz andere Art von Kategorie C-Schuh. Es ist eine ganz andere Art von Aufbau. Beim Scarpa Rebel geht es darum, möglichst leicht zu sein. Aber der Scarpa Rebel ist nicht so gut isoliert, weder von unten noch im Außenmaterial. Der Scarpa Rebel ist deutlich, deutlich weicher, auch im vorderen Bereich. Das bedeutet, er hat bei Kletterei deutlich weniger Stabilität. Ich sage nicht schlechte Stabilität, aber deutlich weniger Stabilität als bei dem. Ich bin beim Trango Tower beeindruckt gewesen, wie solide die Climbing Zone hier vorne arbeitet, wie gut das hier funktioniert. Man steigt hier an, wirklich nur im vordersten Bereich und der Schuh hält trotzdem komplett steif den ganzen Fuß auf einer Ebene. Das kenne ich normalerweise nur von Kategorie D, vollsteigeisenfesten Schuhen, und das kann der hier gut. Das bedeutet, man kann den Trango Tower nicht mit dem Scarpa Rebel vergleichen. Es geht hier um zwei vollkommen unterschiedliche Ansätze. Man könnte sich dann noch den Ice Cube anschauen, der würde eher in die Richtung gehen, aber das hier ist ein Schuh, der konzipiert wurde für hohe 3000er, von mir aus auch 4000er, je nachdem, was man für ein eigenes Kälteempfinden hat, und macht hier ganze Arbeit. Und er ist fürs Felsgelände super geeignet, er ist für Gletscher super geeignet, er passt wahnsinnig toll in jeglicher Art von Steigeisen. Ich habe da verschiedene ausprobiert und es funktioniert überall toll. Insofern, das ist ein Schuh, wenn ihr wisst, ihr seid ein bisschen grober unterwegs, ihr braucht einen Schuh fürs Grobe, für 3000er, die Felskletterei drinnen haben, bis zum dritten Grad, gar kein Problem. Der macht das mit, der wird euch da immer unterstützen. Er ist auch auf Reibung absolut beeindruckend. Das funktioniert so gut. Der Gummi ist nicht zu hart. Also es ist nicht so ein klassischer Kategorie D-Gummi, der wirklich über 2, 3, 4 Jahre lang hinweg pur steif sein muss. Er ist aber auch nicht so weich wie zum Beispiel diese Kacklösungen vom TX4, die dann nach kürzester Zeit runtergehen. Ich habe mit der Sohle wirklich, wirklich viele Kilometer runter und ich habe noch nicht mal ansatzweise das Gefühl, dass die Sohle an ihrem Ende angekommen ist. Und das ist etwas, das muss man dem Schuh einfach zugutehalten. Das kann er. Das kann er einfach. Also, meine persönliche Meinung zum Trango Tower ist, er ist der beste Schuh für grobe Hochtouren, wo es nicht auf Ultralight ankommt. Ultralight, das ist dann eine Sparte, da muss man sich dann bei La Sportiva, beim Ice Cube oder ähnlichem umschauen und bei Scarpa, beim Rebel Tech und so weiter. Aber für die klassischen Hochtouren, wo ich sage, ich brauche keinen Ultralight oder so, ich gehe mit Freunden, ich gehe in einem gemütlichen Verband einfach bergsteigen und möchte einen robusten und sicheren Schuh, in dem ich warm gehalten werde. Und indem ich sicher auch Kletterei bis zum dritten Grad ohne Seil, ohne Angst haben zu müssen, dass irgendwas sich durchbiegt. Auch bei Nässe, Schnee, Eis, whatever. Ich möchte einfach sicher durchkommen. Dann ist das genau der Schuh, mit dem man da durchziehen kann. Genau der Schuh. Und bezüglich der Passform, ja gut, das mit dem vorderen Teil, das haben sie nicht perfekt gelöst. Das stört mich schon. Aber das kommt eben auch wieder auf die eigene Fußform an. Ich finde, Fußform und Passform ist so ein subjektives Thema. Ich finde die Fersenbox hinten wichtig, weil Ferse ist so ein klassischer Blasenspot. Da haben sie relativ viel Platz zwischen der Ferse und dem Rist gelassen. Also selbst wenn ich den sehr eng schnüre, dadurch, dass er so robust ist, ist er relativ steif zu schnüren. Da ist relativ viel Platz für einen sehr hohen Rist. Ich habe in meinem Fall einen hohen Rist. Aber sogar mir ist er fast ein bisschen zu hoch. Wer einen komplett flachen Fuß hat, der wird in dem Schuh vielleicht zu viel Bewegungsspielraum haben. Das ist dann nicht die perfekte Passform. Da würde ich mich dann eher bei Scarpa umschauen. Die haben dann in vergleichbarer Qualität oder in vergleichbaren Anwendungsgebieten etwas flachere Schuhe. Gut, ich glaube, wir haben jetzt alles besprochen. Und deswegen zurück zu Sebastian. Das Einsatzgebiet gestaltet sich beim Trango Tower also eher spezieller.
Hochtouren, wenn es kalt wird und immer dann, wenn auch gemischtes Gelände, also Schnee und leichte Kletterei aufeinandertreffen, dann hat der Trango Tower richtig Spaß und ihr letztlich auch. Für das Weitwandern ist und bleibt er auch über die Zeit einfach zu hart und wird euch auch einfach zu schwer sein. Der enorm robuste Aufbau macht sich einfach in der Bewegung und Flexibilität beim Auftreten bemerkbar, trotz Impact Brake System. Das ist eben auch keine Wunderwaffe. Immer wenn Beton und Forststraße euren Weg gestalten, werden die Trango Tower zwar nicht mega ungemütlich, aber man fängt dann eben schon an, von weicheren Schuhen zu träumen. Wenn es dann aber ernst wird, dann wird man definitiv froh sein, wenn man so eine Allround-Waffe am Fuß hat. Preislich gestaltet sich der Trango so fast als eine Überraschung. 309 Euro beträgt der UVP von Sportiva. Bei der einen oder anderen Aktion könnt ihr ihn aber sogar schon für 250 mitnehmen. Das ist für einen Schuh dieser Qualität schon ziemlich krass. Wenn ihr jetzt einen besseren Eindruck vom Trango Tower habt und wisst, ob ihr den vielleicht mal brauchen könntet, dann ist das ein Zeichen dafür, dass die Alpen Academy auf jeden Fall abonniert sein muss. Auch ein Daumen hoch hilft uns sehr und wenn ihr jemanden kennt, der so eine Art Schuh gebrauchen könnte, könnt ihr das Video gerne teilen. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit. Danke fürs Zuschauen und Bergheil!